geahnen können, dass eine seichte, leicht zu beeinflussende Frau, die ich kaum kannte, die treibende Kraft sein würde, dass sie mich zu Brock und Mac, Corcoran und Rutledge bringen würde, zu dem Tisch, an dem ich jetzt sitze und versuche, so viel wie möglich von dieser Geschichte zu Papier zu bringen, bevor die Welt in Stücke fällt. Ich sagte, ja. Ich sagte, ja, gut. Und Lola Feeney lächelte. Und bevor es mir klar wurde, war ich im Begriff, ein Adept der Sexualwissenschaft zu werden. Das Ideal zugunsten des Nachweisbaren aufzugeben. Stellas Traum, es ist wahr, dass wahre Schönheit wahre Jugend weist, zugunsten von Anatomie, Physiologie und einer intimen Vertrautheit mit Bartholindrüsen und kleinen Schamlippen. All das, all die Jahre der Forschung, die Tausende von Kilometern, all die notierten Geschichten, das Suchen und Graben und Bahnbrechen, spulte sich wie ein unendlicher Faden von einer Garnrolle ab, die Lola Feeney in einem im Übrigen ganz gewöhnlichen Herbsttag des Jahres 1939 in ihrer lilienweißen Hand hielt. Aber ich will das nicht zu hoch hängen. Schließlich erlebt jeder Mensch Augenblicke, in denen Weichen gestellt werden. Und ich will sie auch nicht allzu lange im Ungewissen lassen. Der Ehekurs, von dem Laura gesprochen hatte, eigentlich eine Vorlesung mit dem Titel Ehe und Familie, wurde von Professor Kinsey von der Zoologischen Fakultät sowie einem halben Dutzend seiner Kollegen aus anderen Fakultäten angeboten und war die Sensation. Es waren nur Professoren und Dozenten, verheiratete oder verlobte Studenten sowie Doktoranden beiderlei Geschlechts zugelassen. Insgesamt wurden 11 Sitzungen stattfinden, in denen 5 den soziologischen, psychologischen, ökonomischen, juristischen und religiösen Aspekten der Ehe gewidmet waren und von Dozenten der jeweiligen Fakultäten abgehalten wurden und die dort vermittelten Informationen waren gewiss nützlich und nötig, aber in Wirklichkeit nichts weiter als die Dekoration für die 6 unverblümten Vorträge unter Verwendung audiovisueller Hilfsmittel. Die Brock über die Physiologie ehelicher Beziehungen halten würde. Die ganze Uni sprach von nichts anderem und ich habe den Verdacht, dass eine Menge Studentinnen im dritten Studienjahr denselben Gedanken gehabt hatten wie Lola Feeney und nun in Ramschläden nach billigen Verlobungsringen suchten. Vielleicht sogar Studentinnen im ersten und zweiten Studienjahr. Ich nehme an, Loras Sportskanonen waren zu sehr von den Vorbereitungen auf die Wintersaison und somit von ihren Trainern in Anspruch genommen. Und darum besetzte sie die Rolle des Bräutigams mit mir. Ich hatte nichts dagegen. Natürlich könnte ich sagen, dass sie nicht mein Typ war, aber unter den richtigen Umständen ist jede Frau der Typ eines jeden Mannes. Sie war beliebt, sie war hübsch und wenn die Leute sie für 1-2 Stunden die Woche für meine Verlobte hielten, umso besser. Bis dahin hatte ich mich voll und ganz auf mein Studium konzentriert. Im 5 der 6 ersten Semester hatte mein Name auf der Liste der Besten gestanden und weder in der Uni noch zu Hause viele Frauen kennengelernt. Und dass Laura nun, während andere Paare vorbeispazierten, neben mir ging und die spät erblühende Sonne die Bäume mit Sirup übergoss und die dingliche Welt minutenlang still zu stehen schien, erfüllte mich mit einem vollkommen neuen Gefühl. War es Liebe? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es etwas und es berührte mich stark. Also durfte ich hoffen, oder? Wie gesagt, die ganze Uni sprach von nichts anderem und als wir am ersten Tag der Vorlesungsreihe den Hörsaal betraten, war er bereits überfüllt. Ich weiß noch, dass ich überrascht war, wie viele jüngere Dozenten mit ihren prüden, wohl anständigen Frauen in den vorderen Reihen saßen und wie viele von ihnen ich nicht kannte. Auch einige ältere Fakultätsmitglieder waren gekommen. Sie wirkten etwas verloren, ja, sie schienen sich nicht ganz wohl zu fühlen und ihre Anwesenheit war ein echtes Rätsel. Man hätte doch meinen sollen, dass Leute in den 40ern und 50ern, die erwachsene Kinder hatten, mit den grundsätzlichen Tatsachen des Lebens einigermaßen vertraut waren. Und doch, da saßen sie. Vielleicht brauchen sie einen Auffrischungskurs, sagte Laura sehr gedämpft und mit einem angedeuteten Grinsen. Und selbst dabei, bei dieser winzigen Bemerkung über das, was diese Paare in privater Abgeschiedenheit taten oder einst getan hatten, wurde mir ganz heiß. Die Studentinnen und Studenten aber bildeten den größten Teil der Zuhörerschaft. Es müssen 300 oder mehr gewesen sein, die dicht gedrängt da saßen und alle warteten darauf, schockiert zu werden. Die verbotenen Worte laut ausgesprochen zu hören und den bewussten Akt in lebensechten Farben vorgeführt zu bekommen.
Dr. Honig, the Dean of Women, had been stationed at the door as we filed in, ready to pounce on anyone who wasn't on her list of registered students. She was a short, top-heavy woman in a dowdy dress and a gray cloche hat that seemed like an extension of her pinned-up hair. And though she must have been in her 40s, she seemed to us as ancient and vigilant as the Sphinx, her spectacles shining as she bent to check names against the list and scrutinize the ring fingers of all the girls who claimed to be engaged. We passed muster, and we sat through the preliminary lectures, biding our time until Dr. Kinsey took the stage. We'd seen him at the outset. He'd electrified us all in his introductory lecture by claiming that there were no abnormalities when it came to sex, but for abstinence, celibacy, and delayed marriage. But then, he'd been succeeded by a doctor from the medical school whose voice was perfectly pitched to the frequency of sleep, and then a Methodist minister and a pinched little man from the psychology department who spoke ad nauseum on Freud's three essays on the theory of sexuality. It was raining, I remember, on the day we'd all been waiting for, the day of the slide presentation. And as Laura Feeney and I stepped into the anteroom with a mob of other students divesting themselves of umbrellas and slickers, I was struck by the deep working odor of all that masked and anointed flesh. Laura must have noticed it too, because the minute she ducked demurely past Dean Honig, she wrinkled up her nose and whispered, "Smells like somebody let all the tomcats loose." I didn't know what to say to that, so I gave her a faint smile. It wouldn't do at all to look as if I were enjoying myself, because this was education, after all. This was science, and every face had been ironed sober. And I allowed my right hand to rest lightly at her waist as I guided her through the crush and into the semi-darkened hall. We were 15 minutes early, but already all the aisle seats had been taken, and we had to edge awkwardly through a picket of folded knees, book bags, and umbrellas to reach the middle of one of the back rows. Laura settled in, shook out her hair, waved to 30 or 40 people I didn't recognize, then bent forward over her compact and stealthily reapplied her lipstick. She came up, compressing her lips, and giving me the sort of look she might have reserved for a little brother or maybe the family dog. She was a junior from Fort Wayne, and I was a senior from Michigan City, and no matter how much I wanted to believe otherwise, there was nothing, absolutely nothing between us. I gazed down the row. Nearly all the girls were glancing round them with shining eyes while the men fumbled with loose-leaf binders and worried over the nubs of their pencils. A man from my rooming house, Dick Martone, happened to glance up then, and our eyes met briefly. Both of us looked away, but not before I could read his excitement. Here we were, he wedged in between two other senior men, I with Laura Feeney preening at my side, about to see and engage what we'd been hungering after for the better part of our lives. I can't begin to describe the frisson that ran through that hall, communicated from seat to seat, elbow to elbow, through the whole yearning mass of us. Over the course of the past weeks, we've been instructed in the history and customs of marriage, heard about the emotions evoked, the legal ramifications of the nuptial bond, and even the anatomy of the structures involved in reproduction. Heard the words penis, nipple, vagina, and clitoris spoken aloud in mixed company. And now we were going to see for ourselves. I could feel the blood pounding in my extremities. Then the side door swung open, and Dr. Kinsey was there, striding purposefully to the podium. Though a moment before he'd been slogging across campus in galoshes and a southwester, you would have thought he'd just stepped out of a sunlit meadow, the sheaf of his bristling, flat-topped pompadour standing upright from the crown of his head as if it had been pressed from a mold, his dark suit, white shirt, and bow tie impeccable, his face relaxed and youthful.